Mainz. Jawohl, damit willkommen zurück. Ja, wir können noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir da gerade erlebt haben. Monte Foscoli, 12. November 1939. Entschuldige. Meine liebe Tochter, ich habe gehört, was passiert ist. Es tut mir so leid. Dass du verlegt wurdest und dich elend fühlst, macht mir große Sorgen. Hab Geduld. Du wirst sehen, es geht bergauf. Du wirst behandelt und wieder ganz gesund. Ich bete viel, jeden Tag. Bitte schreib mir oft, erzähl mir alles und sag, was du brauchst. Ich werde tun, was ich kann. Versuch stark zu bleiben. Mama. Das war der letzte Brief, den sie geschrieben hat. Seit ich in dieser Abteilung bin, nur allein sein. Nach diesem Besuch kamen von Mama keine Briefe mehr. Warum dieser Mann? Warum kam sie nicht? Habe ich etwas falsch gemacht? Ich glaube nicht, dass sie mich mein Schicksal überlassen wollte. Was habe ich falsch gemacht? Ich würde ihr gern jetzt antworten können, um den Lauf der Dinge zu ändern. Oh. Ich bitte dich, hol mich hier weg von diesem Ort. Er macht mir solche Angst. Sie haben mir alles weggenommen, alles. Ist das die Antwort jetzt, oder wie? Sie tun mir so weh, ich bin so allein, keiner weiß mehr etwas von mir. Es ist, als ob ich nicht mehr da wäre. Ja, mach, was du denkst. Auch meine Freundin hilft mir, tue was. Du hattest recht, ich weiß, ich verstehe, mein Verhalten war falsch. Wenn du wüsstest, wie sehr ich mich schäme. Meine Angst ist so groß, verstehen tue ich kaum was. Alles ist durcheinander. So kann ich nicht mehr leben ohne einen Sinn. Ich kann noch nicht mal mehr weinen. Was würdest du denn denken, in solchen, wenn du da irgendwo eingefärscht wärst? Ich will weg da. Ja. Na? Bist du damit einverstanden? Mach. Aber jetzt weiß ich, mich zu benehmen, ganz bestimmt. Jetzt wird alles gut. Ich werde arbeiten und anständig sein. Ich kann nicht beschreiben, was mir passiert. Manchmal weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Sie hassen mich, er hasst mich, er will mich umbringen. Aber keiner versteht das, keiner glaubt mir. Ich würde am liebsten sterben. Abends hoffe ich, nicht mehr aufwachen zu müssen. Ich weiß nicht, ob man davon ausgehen muss, dass der Brief an sie, also an die Mutter halt auch zurückgeschickt wird. Oder ob die denen, wenn wir bestimmte Sachen wählen, dass der halt da nie ankommt, weißt du? Also eigentlich müsste man ja schreiben, um als Zeichen der Normalität, jetzt weiß ich mich zu benehmen, ne? Mhm. Sie wackeln wieder mit den Beinen. Oder was würdest du nehmen? Ich meine, ehrlich wäre ja, sie hassen mich. Er hasst mich, er will mich umbringen. Okay, wobei wir es auch nicht wissen. Wir wissen nämlich, wer dieser komische Mann war. Richtig. Das zweite da ist auch nicht schlecht, da oben. Ich kann nicht beschreiben, was mit mir passiert. Was mir passiert. Und das da unten auch nicht. Das ist alles nicht schlecht. Was würdest du nehmen? Oh. Und die Kamera ist irgendwie ziemlich verrutscht, kann das sein? Oh. Mittlerweile. Magst du richten? Nee, ich bleib einfach so jetzt. Ich also vom Gefühl her würde ich das hier nehmen. Na dann. So hätte sie mir vielleicht zugehört. Wird sie mir antworten? Ja, es lädt. Oh, okay. Jetzt haben wir den Brief in der Hand. Müssen wir den jetzt irgendwo zur Poststation bringen, oder? Du kannst ja wieder H drücken. Die Briefe wurden im Archiv abgegeben. Von da aus wurden sie verschickt. Aha. Archiv. War der Raum von uns schon? Nee. Boah. Oh. Okay. Was ist das
für eine tolle Maschine? Das sieht aus wie eine Lampe erstmal, ne? Ja. Vielleicht Rotlicht oder sowas? Ich meine, da sehen wir mal, wo deine Gedanken sind, Frau P. So, jetzt müssen wir mal kicken, wo das Archiv... Guck mal, sind die Türen alle offen hier? Die waren ja alle vorher zu. Ach, zum Glück ist dieses komische Geräusch weg, ne? Ja. Ein Stuhl in der Mitte des Raumes. Ich habe als erstes eher das da gesehen. Der Totenschädel? Ja. Ist ja nur Attrappe. Ja. Ein Radio. Wieso steht da ein Radio? Wurde hier gequält mit... lauter Musik, damit keiner was hört. Mit Justin Bieber oder Mark Medlock? Oh Gott. Also deine Musikrichtung. Ja, ich hätte mich da wohl gefühlt. Ich hätte getanzt. Zu Elektro-Titte. Oh ja. Aber wie kannst du das in Zusammenhang bringen? Möchtest du mir jetzt ein Gespräch? Ach, guck mal, jetzt das Archiv, oder? Sieht zumindest so aus wie so eine Ablagestelle. Ah, da komme ich da nicht. Durch. Ah. Und die hier gefesselt? Mhm, sieht so aus, ja. Wir machen hier mal ganz, ganz kurz einen Cut zur Kamerarichtung, richten und dann sind wir gleich wieder für euch da. Oder wir machen erst die Tür auf. Ne, wir richten erst die Putzkamera. Oh Gott. Oh, come on. Bitte nicht. Wir machen einen kurzen Cut. Sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder und wieder... Traute Zweisamkeit Bild so und wer hat da geklopft? Ah! Oh Gott! Da huch! Das wusste ich ja, das sollte jetzt so sein. Wir haben einen ganz anderen Schreckensfaktor, ne? Geh doch mal rein in den Raum. Du gehst da direkt wieder raus. Na, ich war doch hier. Nee, an der anderen Seite. Da, wo gerade dieses komische Bild kam. Jetzt ist er auf dem Kaugummi rumknatscht. Zur Beruhigung. Ich erschrecke mich bei Horrorspielen, wenn da auf einmal so ein Jumpscare kommt. Und die Pü, wenn sie ein Bild erscheint. Aber wo ist dieses verdammte Archiv? Sie könnte auch ein Archiv sein, aber scheinbar auch nicht. Aber schön, dass du dich erschrocken hast. Nee, ich hab das ist dann so wieder getan. Eine Stelle, die wir dann ins Best-of reinschneiden. Sehr witzig. In Slow Motion. War ich da drinne? Das war der Raum, ja. Oder? Nee, oder? Guck mal, das ist ja ein cooler... Mit dem würde ich auch durch die Stadt heizen hier. Oh Gott. Na bloß gut, dass du das nicht hast. Noch nicht. Noch, ja. Ich werde es mir mal genauer im Standbild angucken und nachbauen. Oh Gott. Ja. So, da war ich. Und bin ich eigentlich schon fertig. Ja, dann können wir mal auf die Wand gucken, wo das Archiv sich befindet. Das ist sehr praktisch hier, dieses Ding. Röntgen, Untersuchung, Wäscherei. Patientenarchiv. 12. Einmal zoomen bitte. Da hinten, oder? 10. Da? Da. No. Also genau auf der anderen Seite. Der vorletzte hinten. Raum. Well. Ach, da war auch noch zu. Letztes Mal. Was? Wo? Da ganz hinten. Du gehst wieder zurück. Ach so, ich dachte, du meinst da, dass ich jetzt irgendwie eine Tür übersehen habe. Nee, hier. Also hier war ja die Puppe. Und da war ja immer dicht, da, die Seite. Oh Gott.
Kannst du rein hier? Nee. Ich kann. Die Frage ist... Wollen wir das? Guck mal, hier ist der Augenarzt. Das sind ja krasse Geräte hier, wa? Aber jetzt mal, guck mal, wenn das wirklich hier ein wahrer Ort ist, ne, wo das, also halt original nachgestellt. Ach, guck mal. Wieso sind denn... Ach, so ein Horchgerät, ne? Nee. Was ist das? Eine Lupe? 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 Ja, wieso sind denn da so komische, kranken Zeichnungen an der Wand eigentlich? Die Brille. Dr. Brille mit der großen... Nee, Dr. Pille mit der großen Brille. Kennst du nicht? Hast du gerade wieder einen leichten Aussetzer? Ach, lass mich in Ruhe. Oh Gott, ich dachte gerade, da ist ein Bein. Ja, sah. Oh Gott, ey. Von Weitem etwas komisch aus, ja. Diese Zeichnung schlängelt sich in den ganzen Korridor lang. Ist das so ein japanischer Drache oder was? Ja. Oh. Ich glaube, diese Erinnerungen sind letztendlich der Fortschritt des Kapitels. So ist das, desto mehr Erinnerungen du bekommst, desto mehr. Wir haben nämlich gesehen, in der, wo man die Kapitel anwählen kann hier im Spiel, sind manche voll. Also ist ein ganzes Bild. So sehen und manche sind nur zur Hälfte. Da haben wir wahrscheinlich nicht alles entdeckt. Oh, ein dunkler Raum. Oder ist das das Archiv? Nee. Ah, oh, toll. Aber wir sind auf jeden Fall hier nicht allein, oder? Mit diesem Klopfen und so. Sollte man annehmen. Oder sind auch Gehirnspinste? Auch wieder Blut verschmiert. Ist das ein Kinderbett? Ah ne, ist einfach so ein Wäsche. Oh Gott, hör auf. Ding, ne? Das ist ein Rollstuhl. Ja, hallo. Oh Gott, das sieht ja recht aufgeräumt hier drin aus. Also im Vergleich zu den anderen sieht das hier noch ziemlich unangerührt. Was ist denn das? Ach, das ist ein... Für einen Garten, so ein oder was? Gartendingens, ja. Wieder einen Totenkopf auf dem Tisch. Was? Ja. Tja. Ach, die kann man sogar. Oh, Nummer 156 war das. Wir haben ja auch eine Nummer gehabt. Ja. Ja. Geht's da nach draußen? Ja. Ist nur versperrt. Hier wachsen die Bäume durch? Oder Sträucher oder. Geht nicht weiter, ne? Hm. Ah, der Wäscheraum. Hier sind kleine Waschmaschinen. Konnte das Bett da, glaube ich, gerade anklickern. Was ist das Bett? Hm? Ja. Nein, dieses komische Gestell da, wo das Zeug drin ist.
Oder habe ich gerade schon wieder... Ich sehe immer den Punkt. Ach, doch. Ach, das war... Ach, Fenster. Oh. Ich werde hier noch ganz verrückt. Ich sehe überall Punkte. Und ein Bügeleisen. Ja, sehr schön. Ja. Das modernste von Bosch. Na, guck mal, da kannst du auch Hallo, Hallo machen. Warte mal, hier müsste das Archiv sein, ne? Warte mal, guck mal nach rechts kurz. Ja. Ja, das müsste das Archiv sein. Was haben wir denn hier? Sind das unsere Eltern? Vielleicht? Kannst du es drehen? Ist das der Typ, der gerade am Bett stand? Sieht so aus, ne? Also ja? Ein bisschen, ja, doch. Nur, dass der da so einen Hut auf hatte. Ein Hut? Ein Hut, ja. Konntest du das drehen, das Bild? Achso, ich dachte, dass man irgendwie die Rückseite, dass da ein Name steht. Aber du konntest doch noch die Zeitungsartikel da angucken. Das neue Gebäude für Tuberkulosekranke wird eröffnet. Eröffnung des Pavillon Mara Giuliano oder so. Mhm. Italiener ergreift die Waffen. Der Dusche verkündigt den Eintritt Italiens in den Krieg. Krieg Mussolinis Ansprache. Mitteilung des Führers an König und Dusche. Ich weiß keine Ahnung, wie man das ausspricht. Weißt du das? Nee. Hier war ein Zeitungsbericht, der zur Kriegszeit noch entstanden ist. Drück mal H vielleicht dazu. Die Briefe wurden im Archiv abgegeben. Von da wurden sie verschickt. Und war doch nicht im Archiv. Wenn man ins Irrenhaus kam, dann hatte man nicht mehr das Recht, etwas zu besitzen. Die Sachen, die man bei der Einlieferung hatte, wurden eingewickelt und hier verstaut. Auch die Kleidungsstücke. Im Falle, dass ich eines Tages wieder rauskomme. Viele... Zu viele aber kamen hier nie wieder raus. Viele aber nicht. Ich will den haben. Gott, kannst du alles anklicken hier? Ja. Okay, aber vielleicht gibt es irgendwo eine markante Stelle. Vielleicht gerade ein leeres Fach. Was sieht aus wie ein Gesicht, ne? Der da unten. Du hast ja keine Fantasie. Nee, will ich auch nicht. Wenn ich einen Sack sehe, will ich kein Gesicht sehen. Es muss irgendwo... Ich guck mich, dass es da oben irgendwo ist. Ja. Denk mal, es wird schon irgendwie... In der Kartei im Archiv muss eine Mappe mit meinem Namen sein. Hier irgendwo. In der Kartei im Archiv. Okay, da müssen wir irgendwo eine Kartei finden. Ja. Oh. Kann ich darauf, da hochklettern? Hoch? Ja, kannst bestimmt nur noch links und rechts schieben, das Ding, wa? Drück nochmal drauf. Ja, okay. Das macht dir Spaß jetzt. Ah. Knatscht so weiter auf ihrem Chewing Gum. Eine Kartei, warte mal, wir müssen eine Kartei finden. Boah, ganz viele Briefe, die nicht abgesendet wurden. Und wieder eine Brille oder was lag da? Ein Schlüssel. Schlüssel. Ja. Aber können wir mal angucken. 1, 2, 3. Ah. Ob es hier irgendwie so eine Art Schreibtisch gibt oder so. Bitte. Bitte? Aber bitte. Nur weil du bitte gesagt hast. Ja. So. Wieder Schlüssel. Guck mal, da ist ein Karteischrank. Ach, da hinten. Mhm.
Ja. Ach, guck mal, da steht ja. A bis B, also wir müssen da. T. T? Ach ja, stimmt, T. Die Mutter hieß auch T, ne? Irgendwas. Ich glaube, du musst da mit der Maus rüberfahren, um den Buchstaben zu. Genau, da. Liebe Mutter, ich bitte dich, hol mich hier weg von diesem Ort. Er macht mir solche Angst. Das ist unser Text. Hm? Du hattest recht. Ich weiß, ich verstehe, mein Verhalten war falsch. Wenn du wüsstest, wie sehr ich mich schäme. Aber jetzt weiß ich mich zu benehmen, ganz bestimmt. Jetzt wird alles gut. Ich werde arbeiten und anständig sein. Deine Tochter René. Es klingt zusammen. Also, es klingt nicht jetzt irgendwie... Dieser Brief hier sieht aus wie ein Brief, den René damals geschrieben hat. Er ist aber nie abgeschickt worden. Warum? Warum wurde er nie abgeschickt? Ich habe einen Brief von Ihnen bekommen, Mutter. Sie sagen mir, ich soll stark und geduldig sein, aber ich habe nur Angst und Schmerzen. Und Sie schreiben mir nicht mehr. Ich wünsche mir, dass dieser Brief wie ein Abbild meiner Seele das zeigt, was ich durchmache. Die Kinder wollen mich umbringen. Alle tun so, als ob nichts wäre, und sagen mir, was ich machen soll. Ich kann das nicht verstehen. Sie hilft mir, aber was haben Sie ihr getan? Können Sie es mir sagen? Werden Sie mir helfen? René. Montefoscoli, 7. Juli 1940. Meine liebe Tochter, ich habe nichts mehr von dir gehört, nicht eine Zeile seit Monaten. Leider habe ich keine Möglichkeit, dich zu besuchen. Es fehlt an Geld für die Fahrt. Erinnerst du dich an Herr Onofrio? Er fährt demnächst geschäftlich nach Volterra. Ich habe ihn gebeten, ob er so freundlich sein und sich beim Herr Direktor nach dir erkundigen könnte. Hoffentlich bringt er, was dich betrifft, gute Nachrichten mit. Schreib mir aber auch. Ich weiß, ich war sehr streng. Ich bitte dich um Entschuldigung. Ich dachte nicht, dass... Herr Onofrio habe ich eine neue Puppe mitgegeben. Du hast mir gesagt, deine ist weg. Und ich weiß, dass du sie sehr lieb hattest. Sie ist nicht so schön wie deine Charlotte, aber ich hoffe, sie kann dich aufmuntern. Nur Mut, mein Kind. Wirst schon sehen. Alles wird wieder gut. Mama. Montefoscoli, 12. Oktober 1940. Liebe Tochter, ich habe dir zweimal geschrieben und habe keine Antwort erhalten. Ich warte jeden Tag sehnsüchtig auf einen Brief von dir. Herr Onofrio ist zurück. Er hat dir doch die Puppe mitgebracht. Hat sie dir gefallen? Es ist ihm nicht gelungen, mit dem Herrn Direktor zu sprechen. Dich hat er aber gesehen, erzählte er. Ich bete jeden Tag für dich. Don Gino hat Sonntag während des Gottesdienstes für dich gebetet. Schön, oder? René, ich habe beschlossen, dich nach Hause zu holen. Dem Herr Direktor habe ich es schon geschrieben und ihm gesagt, dass ich mich gut um dich kümmern werde. Im Moment bin ich krank und kann deshalb nicht arbeiten. Du wirst sehen, bald geht es mir wieder gut, so dass ich reisen kann. Dann komme ich und hole dich. Ich weiß, du leidest sehr. Halte noch durch, bitte. Mama holt uns hier raus, nicht? Mama ist lieb, aber es geht ihr nicht gut. Darum ist der Mann gekommen. Sie hat uns auch die Puppe mitgeschickt. Ich hätte mit ihr spielen und reden können, darauf gewartet, dass sie kommt. Aber René hat die Puppe nie bekommen. Sie ist wohl wie alles andere hier beschlagnahmt worden und irgendwo hier unter Verschluss. Der Herr, ich muss die Puppe suchen. Also war der Mann an unserem Bett, war das dieser Herr Onofrio? Ja. Also muss der da irgendwo hier drin sein, in so einem Sack. Du kannst ja nochmal H drücken. Achso. Suchen wir die andere Puppe. Sie ist bestimmt bei den Bündeln mit den Habseligkeiten der Insassen. Alles klar. Soll ich nochmal hier hinten anfangen?
Ja, würde ich sagen. Guck mal, da hast du so ein Schild dran. Ne? Achso, geht automatisch gerade, oder? Nee. Ja. Achso. Ja. Guck mal nach unten. Da war, da ist so ein Ding mit Schild dran. Ne? Das da? Kannst du irgendwas machen? Nee. Achso. Aber die ging da gerade. Ah, jetzt kannst du nach oben. Ist er das? Jetzt können wir das Bündel aufmachen, auf dem Tisch vor dem Fenster. Ah, da wo wir vorhin waren. Huch. Die meint doch das hier, oder? Ja. Aha. Oh, sieht auch wieder sehr. Guck mal, Schuhe. Und ein Foto. Eine Kette. Och. Sie soll dich leiten auf all deinen Wegen und die Sünde von dir fernhalten. Mama. Ave Maria. Ist das ein Bild von unserer Mutter? Das Bild sieht irgendwie komisch aus. Das Gesicht sieht irgendwie aus. Naja. Na komm. Komm, hau ihn raus. Nein. Ich bin heute nicht in Marine. Heißt der 18. Geburtstag oder was? Gren. Nee, Genadio. Könnte sein, oder? Und die Puppe natürlich. Siehst du? Mama war lieb. Ich war die Böse. Mama hat sich Sorgen um René und Charlotte gemacht. Ich habe Charlotte allein gelassen. Wir haben sie allein gelassen. Jetzt sprichst du aber gerade wieder in der dritten Person, ne? Als wenn wir jetzt doch nicht die René wären. Ich sehe ja bald nicht mehr durch, wer wir sind, was dieser, wer dieser Mann war. Ob die Mutter nur böse oder lieb ist. Aber eigentlich laut den Briefen ist er eigentlich eine nette, ne? Konnte halt nur nicht. Okay. Ha, geht nicht? So, Dann okay, bist du, jetzt glaube ich, hoch. hier raus. Fertig, ja. Wir müssen Charlotte suchen. Wir haben sie allein gelassen. Ah, Ist okay. sie wohl noch da, wo wir sie zurückgelassen haben? In dem warmen Licht? Natürlich. Hör auf jetzt. War Hier das da links, ne? hinten? Ach Ja. ja, okay. Doch, doch, da sitzt du noch. Da ist sie doch. Okay. Da ist er doch. Und es wurde Licht. Oh oh. Auch sind wir wieder in so einer Parallelwelt. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama lässt uns nicht allein. Ich habe nichts Mama getan. wird jetzt Ich habe nur gehorcht. Sie hat uns schon Charlotte ist gesehen. weg, wenn wir böse sind. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama
Mama holt uns jetzt ab. Sie hat uns lieb. Ich habe nicht aufgetan. Ich habe nur gehorcht. Mama lässt uns nicht allein. Mama lässt uns nicht allein. Charlotte, ich habe nichts getan. Ich Mama habe nur gehorcht. Uns jetzt ab. Auch wenn wir böse sind. Sie hat uns lieb. Auch wenn wir böse sind. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht.